Welche Mission könnte Danja haben? Welche Mission könnte Danja haben? Oh, ich bin gerade ein bisschen... Oh, welche Mission hast du? Ich möchte das wissen. Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Brookhaven-Video und Danja, herzlich willkommen zu einer neuen Hide-and-Seek-Challenge. Let's go! Es regnet. Ich bin überrascht. Ja, kannst du mal jetzt ruhig sein? Musst du immer mein Intro unterbrechen? Musst du das immer machen? Kannst du dich einfach Hallo sagen und das war's? Nein! Hä? Nein! Ist das zu viel verlangt? Nein! So, okay. Wir werden noch heute ein Hide and Seek spielen und zwar mit Missionen oder Zielen. Sowas haben wir bei Sadie auch schon mal so ähnlich gemacht. Außer, dass heute das Glücksrad unser Ziel entscheidet. Es gibt heute insgesamt 4 Sachen. Und wow! Zwar ist es einmal, ich fall gleich runter. Also, es ist, erstes Ziel kann sein, ein Haus bauen, einziehen und da verstecken. Zweites Ziel kann sein, Polizeijob annehmen und zurück zum Versteck. Da heißt es zur Polizeizentrale aber und nicht aus dem sozusagen, aus dem Menü. Ja. Dritte kann sein, Film ansehen im Kino und zurück zum Versteck. Das heißt, im Kino einfach so für 10, 20 Sekunden drinne bleiben. Ich hab grad Oder vierte Mission, ich bin tot. Das heißt, sich ins Grab legen. Im Friedhof, aber in das Offene, nicht in das Geschlossene sozusagen, nicht im Secret Spot, okay? Aha. Ey, siehst du, dass ich gerade Überschläge mache eigentlich? Ja, ich weiß, das kann man aber bei der Schaukel auch immer. Ist nichts Neues. Hä? Ich bin an der Wand und du suchst jetzt bitte deine Mission. Beziehungsweise nein, du suchst erst dein Versteck, dann die Mission. Okay, alles klar. Dann suche ich jetzt erstmal schnell dein Versteck. Es ist natürlich schön, dass es dafür regnet, denn dann ist die Sicht nämlich schlechter. Ja, das stimmt. Ist mir gerade auch aufgefallen. So, jetzt kannst du so viel reden, wie du möchtest, Danja. So, also, ich gehe mal jetzt dieses Ananas... Also das Glücksrad erst drehen, wenn wir beim Versteck sind, weil sonst würden wir ja ein Versteck suchen, was zugunsten der Mission ist. Und das wollen wir ja nicht, ne? Okay, ja, das kann ich natürlich gut verstehen. Darf man darf sich nicht, kleiner machen. Ja. Man darf auch kein Fahrzeug oder so benutzen. Also, das hier ist mein Versteck. Und jetzt ziehe ich das Glücksrad hier rein. Das Glücksrad der Wahrheit. Okay, hast du deine Mission? Ja, ich habe meine Mission. Dann starten die 4 Minuten in 3, 2, 1 und go. Okay, so. Was könnte Danjas Mission sein? Also, ich könnte vielleicht ein Haus bauen. Soll ich mich vielleicht mal auf die Suche... Na gut, ich warte erstmal. Darf ich als Versteckende eigentlich rauszoomen oder darf ich... Nein, darfst du nicht, nein. Normal, einfach ganz normal. Also jetzt nicht Ego-Perspektive, aber auch bitte nicht was anderes. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Mission du hast. Welche Mission könnte Danja haben? Oh, ich bin gerade ein bisschen... Oh, welche Mission hast du? Ich möchte das wissen. Also teleportieren bei den Häusern geht auch nicht, Danja. Ja. Nur zur Info, ne? Mhm. Sondern du musst da hinlaufen. Ja. Und wenn du dich im Haus versteckt hast, dann musst du dich auch noch im Haus finden. Ja. Okay? Mhm. Hab ich verstanden. Sehr gut. Okay, das ist gar nicht so einfach. Also, und es zählt auch, wenn ich wirklich bei dir bin, ne? Und ich sage, okay, ich habe dich gesehen. Ja. Sondern ich muss dich jetzt nicht berühren, aber ich muss bei dir halt da sein. Ja. Okay, gut. Wenn ich meine Mission dann irgendwann beendet habe, muss ich dann eigentlich dir das sagen, oder? Nein, also dann ist es noch die 4 Minuten zu überstehen, ne? Ich kann dich ja, du kannst ja die Mission machen zum Beispiel und zum Versteck zurückkehren. Achso, und dann findest du mich im Versteck. Und wenn ich dich da finde... Ja, ja. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Gut. So, okay. Ich schau mal hier, ob Danja vielleicht ein Haus hat. Ja, ist schon blöd, wenn man nur zu Fuß kann. Ist gar nicht so einfach. Okay, Danja scheint kein Haus zu haben, was ein bisschen blöd ist. Oh,
sein. Ich habe noch 1,5 Minuten. Ist echt schwer. Also ich habe dich übrigens unterwegs schon gesehen. So viel kann ich dir sagen. Oh Mann. Also wenn du, ich weiß nicht, ob du dieses Video schneidest oder ob das unsere liebste Cutterin macht. Ich schneide das wahrscheinlich. Guck dir also wichtig bitte ist natürlich, wenn du eine Mission hast und du sollst zum Versteck zurück, dann sollst du auch zum Versteck zurück, ne? Ja, ja, ist mir schon klar. Aber ich sag's mal so, ich hoffe wirklich, dass du, guck dir bitte einfach bei der ersten Aufgabe meine Aufnahme an, okay? Okay, gut. Ich habe jetzt noch 1 Minute Zeit. Boah, gar nicht einfach. Gar nicht einfach. Wo bist du denn dann? Ich schau mal beim Friedhof. Vielleicht bist du ja tot. Ja, ist klar. Wo ich mich gleich verstecken muss, ist jetzt auf einmal das Wetter wieder besser. Das ist ja sowas von klar. Also kann ich sag's mal so, dass du mich nicht gesehen hast oder nicht findest, das lag definitiv nicht am Wetter. Wo hab ich dich denn nicht gesehen? Also, ich sag's mal so. Ich habe dich, glaube ich, du hattest dreimal die Möglichkeit. Was? Okay, Zeit ist auch um. Wo warst du denn? Also, wo hast du mich gesehen? Ey, also, ich hatte die Aufgabe, Polizeijob annehmen und zurück zum Versteck. Ja, ich war bei der Polizei. Ja, ich weiß. Ich war über dem Krankenhaus, war mein Versteck. Und okay. Ich bin zur Polizei gelaufen. Okay. Du warst da gerade, bist da gerade raus auf den Hof gelaufen und ich stand direkt vor dir. Hä? Dann bin ich weitergelaufen, dann bist du durch die Polizei wieder zurück. Ich habe dich noch durchs Fenster gesehen, dann bist du rausgegangen, ich stand hier in der Ecke und du bist genau an der anderen Seite vorbeigelaufen. Ja gut, es kann ja manchmal auch an der Perspektive, Kameraperspektive ja, liegen. Ja, aber ich hab dich die ganze Zeit gesehen. Also, okay, es gut, war wirklich okay, du kannst deinen Job kündigen. Wichtig ist, jede Mission gibt's nur einmal. Das heißt, gleich kommt eine zweite Mission von dir, ne? Okay, also wenn ich die dann quasi wieder habe, dann muss ich was anderes rauswürfeln. Ja, genau. Okay. Okay, dann suche ich jetzt mal was. Oh, ey, ich sag dir, mein Sod brennt, ne? Ist so schlimm heute. Oh nein, das tut mir leid. Boah, das brennt so dermaßen. Ich glaub dir das, ich glaub dir das. Das ist ganz unangenehm. Heute ist ganz schlimm, Leute. Jetzt mal alle gute Besserung, Kahn, in die Dankeschön. Kommentare. Okay, gut. Alles klar, ich habe mein Versteck und schaue, welche Mission ich habe. Ja. Okay, alles klar. Ich weiß, welche Mission ich habe. Okay, ich habe 4 Minuten, sagst du. Okay, 3, 2, 1, let's go. Okay, so, alles klar. Okay. Warte mal. Achso, nee, ich dachte gerade, das warst du schon. Das wäre jetzt witzig gewesen. Okay, was könntest du haben? Also das wäre natürlich jetzt noch eine Möglichkeit. Weil ich wüsste jetzt gerade halt nicht. Das Ding ist, du müsstest dich ja fast irgendwo hier versteckt haben. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal dahin. Ja. Um da zu gucken. Wo bist du? Was? Wo bist du? Das werde ich dir jetzt noch nicht verraten. So. Okay, also da bist du nicht. Dann wäre jetzt halt irgendwie so meine Vermutung, dass du dir ein Häuschen gebaut hast. Deshalb würde ich jetzt einfach mal das abklappern. Fahrzeuge darf ich keine benutzen, oder? Nein. Okay. Wenn man Haus bauen und verstecken, müsstest du dich dann in deinem Haus verstecken? Ja, genau. Man muss dann im Haus bleiben. Okay.
Okay. Wie lange hast du noch? Noch eine Minute 48 habe ich zum Suchen. Ich bin gerade ziemlich nervös. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Suchst du jetzt nach einem Haus von mir? Ja. Gut. Boah, schwierig. Ich find's richtig schwierig gerade. Ja, es ist auch nicht einfach. Weil man weiß gar nicht, wo man so zuerst hingucken soll. Ja, das stimmt. Aus diesem Grund habe ich dich gerade wahrscheinlich auch gar nicht gesehen. Das war das Problem. Das ist schon mal gut zu wissen, dass du mich auch nicht gesehen hast. Ich habe eine Theorie, wir werden ja gleich sehen, ob die sich auch bewahrheitet. Ich war nämlich der Meinung, ich hätte. Ach so, ganz kurz nur zur Info, wenn man ein Haus hat, natürlich die Tür offen lassen, ne? Ja. Also falls du jetzt gleich die Mission hast, wollte ich dir nur kurz die Information geben. Oh dang it, ich glaube, du hast kein Haus. Dann bist du wahrscheinlich schon wieder versteckt. Dann wirst du eins von den beiden gehabt haben, wahrscheinlich. Oh, da muss es ja irgendwie hier was sein. Du hast noch 23 Sekunden. Okay. Oh Mann, ey, das macht mich alle. Das macht mich alle. Ja, ist richtig schwierig, ne? Leute, was sagt ihr zu der Challenge heute? Gerne mal ab dafür was in die Kommentare. Und natürlich gute Besserung an mich. Ja. Gute Besserung an Kahn. Nein, die Zeit ist abgelaufen. Okay, sag mal. Schade, Danja. Okay, was hattest du für eine Aufgabe? Ich hatte Haus bauen. Hä? Aber ich habe dein Haus gar nicht gesehen. Tja, ich glaube, du hast an den falschen Orten gesucht, Danja. Wo hast du denn dein Haus hingebaut? Ich habe das Penthouse gehabt. Aber das ist doch kein Haus. Doch, natürlich ist das eine Wohnung. Ja, das zählt für mich als Haus. Na gut, okay. Ist ja deine Challenge, dann machst du ja deine Regeln. Dann werde ich mich jetzt mal verstecken. So. Okay, alles klar. Hast du? Ich habe. Dann in 3, 2, 1 und go. Okay, alles klar. Du nimmst die Zeit selber, ne? Ja, ich gucke auf die Zeit. Okay. So, wo könnte ich denn mal schauen? Boah, es ist so spannend, ne? Es ist so, so spannend gerade. Ja, aber so richtig. Ja, ich glaube hier nicht. Wo bist du denn, Tanja? Ich bin gerade. Oh, Hilfe. Es ist so ultra schwer. Oh mein Gott, es ist so schwer. Kannst du mir sagen, wie lange ich noch Zeit habe? Noch knapp 2,5 Minuten. Okay. Mein Herz, das buppert so krass, ne? Ich hab. Ach Gott. Das Ding ist halt auch, wir haben ja auch beide schon relativ auffällige Looks, ne? Also es ist halt jetzt auch nicht so, dass wir einfach so ein beiges Oberteil anhaben oder ein graues. Ja. Dass man uns so nicht erkennt einfach. Eigentlich schon, ja. Aber ich habe ja meine Gucci-Sonnenbrille. Die bewahrt mich. Vor allem. Puh.
Wo bist du, Danja? Wo bist du? You will never know. Wie gesagt, du darfst dich nicht teleportieren, ne? Ja, das ist mir schon klar. Sonst wäre es ja auch irgendwie ein bisschen witzlos, die ganze Challenge, oder? Eigentlich schon, ja. Oh, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ey, ich sag's dir, ne? Mir geht's so wie Pumpe. Ah! Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Nein. Ist die Zeit um? Nein, noch nicht. Ich hab noch 30 Sekunden knapp. Das kann nicht wahr sein. Och nö, warum habe ich dich nicht gefunden? Puh. Boah. Okay, Zeit ist um. Uff, oh, ich hatte Haus bauen. Hä? Aber welches Haus hattest du denn? Ich hatte das eine auf dem Berg. Oh, da habe ich nicht geguckt. Oh, ich bin so blöd. Ich hätte einfach auf den Berg gucken müssen. Mir ging so die Pumpe. Ich habe mich zuerst versteckt im in dem Diner auf dem Klo. Und dann hatte ich halt das Haus bauen und bin dann quasi außen rumgelaufen. Okay. Es war echt, also es war schon schwierig. Aber ich sehe das Haus auf dem Berg nicht mehr. Doch, das da ist die 24. So, also du hattest ja jetzt auch gerade schon das mit dem Haus bauen. Okay, Daniel, ich habe mich versteckt. Ich schau mal. Okay. Alles klar. Okay. Dann suche ich dich mal. Muss natürlich auch mich immer umgucken. Das Ding ist, man kann ja nicht die ganze Zeit überall sein. Aber man müsste halt schon irgendwie die ganze Zeit überall sein. Ich gucke erst mal, ob du hier schon reingehüpft bist. Oh, ich hab so Angst. Wo bist du? Das Ding ist, Fabian ist auch wieder bei uns auf dem Server. Der verfolgt mich gerade. Vielleicht sieht der dich ist gut. Zwischendurch. Besser, dass er mich nicht verfolgt. Naja, aber vielleicht sieht er dich ja dann irgendwann und verfolgt dich dann auch. Das wäre natürlich praktisch. Oh mein Gott, warte mal. Warst du das gerade? Warst du das gerade? Ich hab dich! Nein! Ich hab dich! Nein! Oh, wie hast du mich gesehen? Ich hab dich gerade durchs Fenster gesehen! Oh, unfassbar, Mann! Ich dachte, du hast mich nicht gesehen! Oh, was hattest denn du für eine Aufgabe? Film ansehen? Oh, ich musste den Polizeijob annehmen. Ich war im Rathaus versteckt. Ja. Ich hab gesehen, dass du sozusagen zum Friedhof bist und dann hinten rum. Dann bin ich erstmal davor, ne? Und wollte, hab aber nicht gemerkt, dass. Oh Mann, blödes Krankenhaus. Okay, ich hab gewonnen, okay, oder? Gut. Leute, ja, damit hast du die Hide-and-Seek-Challenge heute gewonnen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Leute, wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Ja, ich, Danja hat heute verdient gewonnen. Muss ich ehrlicherweise mal gestehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.